Wenn du flexibel genug bist oder in der Lage bist, mit lockeren Händen, Handgelenke, Arme, Schulter zu schwingen, dann wird der Tipp in diesem Video dir helfen, den Ball weiter zu schlagen. Du wirst mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit haben. Ich habe genau das, was ich dir gleich zeigen werde, mit meiner Schülerin Uta heute gemacht. Und ich habe sie auch gefilmt, kannst du gleich auch sehen. Und es geht um Folgendes. Bevor wir anfangen, schau bitte unter dem Video. Da siehst du eine Liste meiner kommenden Reisen. Es gibt wirklich spannende Reisen, wo wir gut zusammen trainieren können bei hoffentlich wärmerem Wetter im Süden. Okay, so. Mit Ute war das so, dass sie den Ball wirklich gut trifft. Wir haben dieses Jahr an die Drehung gearbeitet, dass sie sich voll aufdreht und dabei in der Achse bleibt, also nicht das oder das. So, sie traut sich voll aufzudrehen. Das bringt sehr viel. Und wir haben auch die Hände lockerer bekommen. Aber mit dem Driver war das so, dass sie doch mit den Händen fest wurde. Ich habe jetzt übrigens ein Damenholz 7 in der Hand. So, das, was ich jetzt sage, geht für Driver, Holz und Eisen. So, sie hat so geschwungen mit dem Driver. Sah super aus. Da, super da. Und dann ein bisschen hart und fest beim Durchschwingen. So richtig durchgeschwungen hat sie nicht. Nur wenn ich durchschwingen sage, ich meine da nicht, dass sie sich mehr drehen muss. Ich meine ihr die Hände und Arme, die waren zu steif. Und der Grund, warum sie ja gestoppt hat, ist, weil sie ein bisschen zu schnell beim Abschwingen war. Und dann stoppt man automatisch. Man bremst dann später im Schwung. Und dann wird der Schwung nicht vollendet werden, wie die Profis es so schön tun. So, jetzt kommt der Tipp. Ich habe ihr gesagt, versuch mal ein bisschen weicher durch den Ball zu gehen, damit du später beschleunigst und dein Gedanke muss sein, dass der Schaft gegen Schulter, Rücken ein bisschen knallt. Okay, so das geht nur, wenn ich hier ein bisschen weicher bin und wenn die Beschleunigung später passiert. Und es geht nur, wenn meine Hände und Arme so locker wie möglich sind. Nur ich bin nicht sehr flexibel, aber ich weiß, dass ich in den Händen und Armen sehr locker bin. Und dann bekomme ich den Schläger da. Ja, ich kann mich nicht mehr drehen als das, aber ich kann das tun und kannst du auch. Okay, so ich schlage jetzt einen Ball. Und ich werde wirklich versuchen, langsamer durch den Ball zu gehen. Und dann spüre ich, dass der Schläger das macht. Wenn ich den Abschwung zu schnell starte, automatisch zieht man zusammen und man stoppt. Okay, so um mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erreichen, musst du weicher starten, den Schläger lockerer halten und in diese Position kommen. Und genau das siehst du, wie ich das mit Ute gemacht habe. Das war super. So spür, wie der Schläger von alleine gegen den Rücken kommt. Okay, das mit Ball. Hast du gemerkt zum Schluss? Wurdest du langsamer mit dem Händen und der Schläger kam ganz sicher nicht gegen den Rücken. Noch einmal. So, wieder aus Probeschwung. Genau. So, du merkst, du musst eigentlich durch den Ball vom Gefühl hier langsamer sein, damit du oben lockerer bist. Ja, gut. Gut, und was sind die Bälle fliegen? Wirklich toll.